Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Alexander Holt. Als Vizepräsident des Bayerischen Landtages ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, keine Gehaltserhöhung anzunehmen, solange Menschen in meiner Allgäuer Heimat wegen Corona in Kurzarbeit stehen oder gar um ihre Jobs bangen. Deshalb spende ich meine Diätenerhöhung vollständig an soziale und kulturelle Projekte bei uns im Allgäu. Beispielsweise die Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuzes in Kempten. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist sie eine wichtige Anlaufstelle für eine warme Mahlzeit, aber auch als Ort des Austausches, um sozialer Vereinsamung entgegenzuwirken. Meine zweite Spende geht an die Diakonie Kempten, die damit zwei Puppentheater-Workshops für Kinder mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund durchführen kann. Als Fraktionssprecher für Asyl und Integration ist es mir besonders wichtig, schon bei unseren Jüngsten für ein selbstverständlich gelebtes Miteinander zu sorgen. Zugleich kann ich damit dem Theater Ferdinande, also Kulturschaffenden in dieser schwierigen Zeit, unter die Arme greifen. Allen Verantwortlichen sage ich herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen und gerade in diesen Zeiten nicht immer leichten Einsatz. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.